Was geht ab, Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind mal wieder in Nutbush Forest unterwegs und mein Ziel ist heute, hier ein bisschen in die Landungen zu kommen. Und da ist noch eine Line, die ich auch gerne fahren würde. Und da ist der Sender Steve, der hat auch viele Ziele heute. Bro, was hast du für Ziele heute? Okay, er ist ein bisschen platt vom Hochschieben. Yes, wir schauen uns das Ganze jetzt nochmal an hier. Heute Fokus echt diese obere Line hier, weil das noch immer nicht richtig sitzt. Und mein Ziel ist heute definitiv in die Landung zu kommen bei verschiedenen Sprüngen. Und wie das Ganze so funktioniert, seht ihr heute. Nicht reingekommen, wa? Du fährst mir hinterher? Ja. Wegen Schwung? Ja, einfach mal gucken. Ich weiß noch gar nicht, ob das klappt jetzt. Bisschen viel Schwung, Digga. Pedal verloren. Er hat aber einen extremen Kick irgendwie und den trauen wir uns nicht. Vor allem durch den ersten bekommt man richtig viel Schwung. Das ist schon nicht so einfach. Naja, ich glaube, ich versuche mich aber nochmal an der Parallelstrecke, der einfachen hier, und versuche hier ein paar Mal in die Landung zu kommen. So, kurze Frage an die Community. Ich zeige euch jetzt ein Table und der kickt uns so, wenn man in die Landung sich reindrückt, der kickt uns automatisch da rein. Schreibt mal in die Kommentare, wie kann man da entgegenwirken. Ich zeige euch mal. Hier. Also wir kommen von da runter. Zap, 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 zap. Und dann kickt der hier extrem rein direkt. Also ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie man diesen Table springen kann, ohne dass der einem das Hinterrad so hoch kickt. Das wäre auf jeden Fall eine große Hilfe. Wir siedeln jetzt um zu ein paar Tables, die wir letztes Mal schon gemacht haben und schon so ein bisschen gemeistert haben. Yes, bis gleich. Yo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zurück. Ja, wir haben uns dazu entschieden, für heute gut sein zu lassen, weil wir gemerkt haben, die Energie ist irgendwie low. Also wir sind jetzt auch 6 Tage am Stück gefahren und dann ist irgendwann so ein bisschen die Luft raus. Deswegen haben wir uns spontan entschieden, jetzt ja, Schluss zu machen für heute bei Nutbush Forest, weil ich habe so gemerkt, boah, ich bin heute nicht in der Verfassung, ja, richtig durchzuziehen und mir die Sachen zuzutrauen, und deswegen, ehe man stürzt, lieber aufhören einfach. Wenn die Kraft nachlässt, dann verantwortungsvoll sein, vernünftig sein und lieber ein anderes Mal wiederkommen. Und da sind wir auch schon genau beim Thema. Ich habe die Frage auf Instagram bekommen, wie man mit Sturzangst umgeht, ne? Und viele haben da zum Beispiel erstmal Angst, sich selber zu verletzen, natürlich. Dann Punkt 2, das Fahrrad kaputt zu machen. Und Punkt 2 muss ich einfach ganz klar sagen, ich habe auch übelst viel Geld ausgegeben für das Fahrrad, aber dein Körper ist einfach viel, viel wertvoller als das Fahrrad. Dein Körper ist unbezahlbar, du musst dein Leben lang mit dir tragen, du musst dein Leben lang mit deinem Körper klarkommen und auskommen, und deswegen möchte ich das Argument erstmal so entkräften, auch wenn es hart klingt. Es ist halt einfach nur materiell, ne? Deswegen alles, was materiell ist, ist niemals so viel wert wie ein Mensch, Gesundheit oder sonst allgemein irgendwas, glücklich zu sein zum Beispiel. Und wie man mit Sturzangst umgeht, ich bin ja selber kompletter Anfänger und ich habe das natürlich auch.
Und ich muss einfach sagen, ich mache das so, wenn ich etwa einen Sprung habe oder eine Strecke und ich weiß, ich kann das nicht fahren, auf keinen Fall, ich kann mir das nicht mal vorstellen, dann lasse ich es. Wenn ich mir das aber vorstellen kann, dann gehe ich das im Kopf durch, visualisiere das sozusagen fast, gehe das Stück für Stück ab und wenn ich der Meinung bin, ich kann es schaffen, dann probiere ich es auch. Am optimalsten ist, wenn jemand dabei ist, der es mir vormachen kann, der mir das einmal macht und gemacht hat und ich weiß dann, okay, das und das muss ich machen. Wenn ich das geschafft habe, dann probiere ich es wieder und wieder und wieder, solange bis ich keine Kraft mehr habe oder keine Konzentration mehr und dann höre ich wieder auf damit. Ich glaube, was mir auch geholfen hat, ich hatte den ein oder anderen kleinen Sturz, mal zur Seite umgekippt, Fahrrad weggeflogen, solche Sachen. Das hilft auf jeden Fall auch. Natürlich hatte ich toi 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 noch keinen ernsten Sturz und hoffe natürlich, dass das so bleibt, aber glaube ich, so kleine Stürze zeigen einem auch, dass, ja, wie das ist, wenn man die Kontrolle verliert. Und dann, wie man darauf reagiert und wie der eigene Körper darauf reagiert. Und das sind so Punkte, die mir, glaube ich, auf jeden Fall ein bisschen geholfen haben. Ich hoffe, ich konnte dir damit vielleicht auch weiterhelfen, wenn du Sturzangst hast, ne? Ja, das war der heutige Tag. Vielen Dank, dass du dabei gewesen bist. Lass mir gerne ein Abo da, wenn du das noch nicht gemacht hast. Und ja, wir sehen uns nächste Woche wahrscheinlich schon wieder in Videos. Oder boah, ich bringe so viele Videos raus in letzter Zeit. Wahrscheinlich schon früher als gedacht. Mach's gut und bis bald. Ciao.